Liebe Freunde, wie ich sehe, ja, mit großer Freude erblicke ich euch und sehe, dass ihr euch extra für mich schick gemacht habt, habt euch in Anzug und Beikleid geschmissen, nur um hier Folge 3 von Ohni 2 zu sehen. Das finde ich richtig schön. Ja, das rührt mich sogar. Ich weiß gar nicht, mir fehlen die Worte. Das ist fantastisch. Ich verspreche euch dafür, präsentiere ich euch jetzt so eine richtig geile Folge. So, ich gebe mein Bestes, ich kämpfe für euch, damit ihr hier richtig schön was sehen könnt, ja? So, also pflanzt euch hin, guckt gut zu, spitzt die Ohren, weiter geht's. So, wir sind hier gelandet in diesem, ja, Hinterzimmer, so in diesem Hinterklassenzimmer, ja? So ein Klassenzimmer ohne Fenster. Wahrscheinlich Chemieraum, Physikraum. Da will eigentlich niemand unterrichtet werden. Das ist die Stimmung hier, die schwankt. Man merkt das, ne? Guck mal, hier wurden selbst die Regale zerlegt. Da sagt nicht mal Hiroshi was zu, ja? Der will ja nicht. Doch, er findet ein Draht einfach. Er findet einfach mal ein Draht. Okay. Ja, gut. Ja, da war was innerhalb dieser Bücher da war so ein Draht. So ein Draht halt, ja. Wie man so findet, Drähte in Bücherregalen. So, was ist das hier? Oh! Da war ein 10-Yen-Stück. Da haben wir ein 10-Yen-Stück. Du, das ist doch schon mal richtig Währung hier, richtig Geld hinterlegt. 10 Yen ist nicht wirklich viel wert. Man muss bedenken, nach derzeitigem Wechselkurs ist, glaube ich, 1 Euro 120 Yen. Man kann jetzt rechnen, ne? Also 1 Zwölftel, ne? 1 Zwölftel Euro. Ja, okay, gut. So, ne? Also ist nicht so wirklich viel. Das hier? Ein Mikroskop. Es ist ziemlich verrostet, aber man scheint es noch benutzen zu können. Na sowas, Hiroshi, dann benutzt das doch mal. Kannst du da reingucken? Müssen wir wahrscheinlich irgendwas vergrößert hier darstellen, kann das sein? Was hat man denn hier? Notizen? Oder vielleicht das 10-Yen-Stück rein? Nutzen wir mal. Können wir nicht benutzen. Können wir vielleicht mal das Dekolleté von der Frau Lehrerin runterlegen, damit man was sieht? Gott sei Dank hat sie mir nicht zugehört, die gute Dame. Dann hätte ich nämlich jetzt gleich erstmal die Schulordnung 10-mal an die Tafel schreiben müssen. Müsst ihr das vielleicht noch? Ich weiß ja nicht. Das musste man früher in der Schule, ich weiß nicht, vielleicht ist der eine oder andere von euch noch in der Schule, Schulordnung abschreiben? Ist das noch gang und gäbe? Bei mir war das damals tatsächlich so. Auch wenn ich das nicht so oft machen musste. Ab und zu musste ich das machen. Ab und zu. Aber, naja, das ist schon ein bisschen her, ne? Hey! Wie soll ich dem entkommen? Das ist doch unmöglich. Komm. Ey, das ist ja wohl, das ist räudig. Die Folge hat gerade begonnen und ich sterbe, ja? Scheiße, ich weiß gar nicht, was ich gespeichert habe. Ich hatte nicht gespeichert, ne? Jetzt bin ich hier. Das ist so Folge 2, ne? Also, dann herzlich willkommen zurück hier zu Folge 2 von Home 2. Nein, Folge 3. Ich weiß nicht. Ich muss hier Sachen finden. Fehlt uns jetzt irgendwas? Ich weiß es nicht. Draht und 10-Yen-Stück, ne? Oder? Ja, ich glaube. So, hier Draht. Hol mal Draht her. Brrring. Boah, Alter, ey. Hiroshi ist auch voll der Autist, ja? Durchsucht jede Scheiße hier. Und weiß, irgendwie weiß er auch gar nicht so recht, wo er jetzt hin soll, ne? Wo ist der Teufel jetzt weg? Hier habe ich ja das letzte Mal die Sachen auf den Bunsenbrenner gelegt, ja? Jetzt haben wir noch ein Mikroskop, muss ich das untersuchen vielleicht? Ich glaube, ich muss irgendwie diesen Teufel triggern. So. Nee, kann ich irgendwie nicht. Kann ich hier noch irgendwie was? Das ist immer so geil hier mit dem Smartphone, dieses Rumgeschmiere. Ich glaube, das müsst ihr das nächste Mal mit Kamera aufnehmen. Sieht ja so dämlich aus. Ich kann schon die Leute, wenn man schon ab und zu so im Bus sieht, wie die Leute da auf ihrem Smartphone, ja, diese kleine Candy Crush oder so spielen, da so rum ganz akribisch und wie so ein Verrückter da diese Candies da crushen, ja. Da stülpt sich mein 12-Fingernamen dreifach raus, ey. Krieg ich echt Krämpfe. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Leute, ich bin verzweifelt, ich weiß nichts. Wir haben Draht und 10-Yen-Stück. Hatten wir denn hier. Wir hatten doch gleich noch Räume, die wir nicht gesehen haben, oder? Hier zum Beispiel, das ist ein Raum. Green plus black. Okay, da müssen wir irgendwas finden. Green und black, vielleicht. Hier ist verschlossen. Ich nehme mal an, dass wir da vielleicht aus den Buchstaben irgendwie was. Was können wir denn hier antworten? Ein Zahlenfeld erscheint.
Green und Black. Muss ich da irgendwie die Buchstaben in Zeilen transkribieren? Ich kann nicht mehr vorstellen, ne? G vielleicht, A, B, C, G, G7 vielleicht? Aber das ist R, oh ne, das sage ich jetzt keinen Bock. Wie viele Ziffern kann man denn? Ja, das wird doch nicht passen. Man kann 7 Ziffern eingeben, okay. Vielleicht habe ich ja Glück und das ist gerade zufälligerweise hier die richtige Ziffer. 7.555.752. Was? Nein! Die Ziffer scheint falsch zu sein. Wieso das denn? Das kann ja gar nicht sein. Normalerweise habe ich immer so viel Glück, dass ich das schaffe. Aber nein, diesmal schwelge ich im Pech. Okay, gut, liebe Leute, das ist natürlich jetzt Mystik. Wir müssen wahrscheinlich was hier mit dem Bunsenbrenner machen. Der steht ja noch aus irgendwie. Moment, was habe ich? Habe ich denn noch was zu benutzen? Vielleicht den Draht, aber wir sollen irgendwas benutzen, um Feuer zu machen, oder? Hier, 10 Jahre ein Stück. Nein, nicht benutzen. Draht? Kann ich nicht. Was kannst du denn überhaupt? Warum kannst du denn nichts benutzen? Und hier an dem Mikroskop haben wir es ja versucht, ne? 10 Jahre ein Stück. Ach, weg damit und. Draht? Nee, ne? Ja, das ist natürlich jetzt nicht das Beste, das vom Besten, ja? Wir wollten jetzt eigentlich irgendwie mal weiterkommen. Aber zu. Ich untersuche gerade nochmal, ne? So ein bisschen. Ihr seht das schon. Kann man den hier ran oder so? Irgendwo haben wir es übersehen, das ist klar. Frage ist nur, wo? Wir haben ja so viele Gegenstände. Die Memo. Oh, ja. Mit einem Radiergummi, ne? Weil das ja mit einem Bleistift verschmiert wird. Okay, Radiergummi benutzen wir. Wollen wir damit das weggekritzelte löschen? Jawohl. Und dann kriegen wir Zahlen aufgetischt. Und zwar. Vierfarbig hier aufgeschrieben, 318, 50, 51, 951. Ja, yep. Und damit ist doch klar, das war mit Green und Black gemeint hier, oder? Komm, jetzt guck schon ran. Green und Black, grün und schwarz hatten wir ja. Soweit ich weiß. Grün und schwarz soll ich das zusammenrechnen, also 951 plus 50, 1001. Hoffen wir es doch. 1001, dann 4 Ziffern, passt es? Jawohl, die Tür öffnet sich. Und jetzt sind wir hier im Zimmer des Direktors vielleicht? Oder irgendwie ein Aufenthaltsraum? Scheint das zu sein. Und da finden wir gleich beim ersten Klick hier einen Schlüssel. Und zwar den Schlüssel für den Speisesaal. Noch irgendwas? Nope. Was ist das denn für ein modisches Bild? Das ist eine Pinnwand oder sowas. Die hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Wie dem auch sei, das ist uns jetzt auch egal. Wir gehen mal weiter runter. Schon wieder die Ratte? Die kennen wir. Ich speichere lieber. Ich nehme mal hier den vierten Speicherplatz. Denn wo Ratten auftauchen, da ist das Unheil nicht weit entfernt. Und wir benutzen hier den Schlüssel für den Speisesaal. Und ich nutze einfach nochmal diejenige Technik, welche einfach den Weg laufen, den ich schon öfters gelaufen bin. Wo ich weiß, dass ich vielleicht nicht näher laufe. Er folgt mir immer noch? Nee, ne? Weg. Gott sei Dank, weil der einzige Weg hier raus wäre noch durch die Toilette gewesen und ich glaube, da wäre der Tod durch den blauen Teufel weitaus gnädiger gewesen, als sich da in so ein Kotloch zu begeben. Reinzuschlüpfen, ja? Wie bei so einer Reverse-Geburt, also so einer
inversiven Geburt, also zurück in den Geburtskanal, nur hintenrum. So in etwa. Das kann ich mir. Ich will da gar nicht drauf weiter eingehen. Das ist nämlich nichts für so ein Let's Play hier. Denn wir wollen ja Horror und Grusel. Wobei, es ist ja Horror und Grusel, ne? Wenn man sich solche Gedanken macht, ist Horror und Grusel, aber halt in einer anderen Art und Weise. Ist ein bisschen Ekel mit drin. So. Jedenfalls. Was war? Drecksau! Hat die das geklaut, oder was? Was? Die Ratte hat was mitgenommen. Du Mistviech. Alter, dich klopp ich gleich mit einem Pantoffel zu Brei. Diese Ratte scheint was zu tragen. Gute Erkenntnis von der Frau, Lehrerin. Lasst uns sie fangen. Ja, dann wäre es doch gut, wenn man dich aufspaltet und ihr das Ding fängt. Okay. Wir müssen jetzt das Ding fangen. Wie soll ich das denn machen? Ah, okay. Wir müssen ihn in die Enge treiben. Ah, du bist echt nervig. Komm. Alter, und das mit den Schmiercontrols hier. Na klasse, das wird doch nichts. Oh Mann, oh mein Gott. Alter, du bist die Pest. Da unten muss ich ihn reintreiben irgendwie, ne? Ah, okay, gut. Ich kann das anscheinend verschieben hier. Dann muss ich wahrscheinlich hier ein Gefängnis bauen aus Tischen. Frage ist, ob das funktioniert. Moment, ich mach's immer so. Wobei das nicht wirklich sehr viel Sinn ergibt, wenn man doch da drunter lang schlüpfen kann, oder nicht? Erstmal so. Da haben wir noch einen Tisch. Ja, man sieht, die flüchtet da unten in die Ecke. Kriegen wir da wieder rein? Ja. Nein. Ja, wir haben sie. Okay, und sie hat versucht, das hier mitzunehmen und zu fliehen. Was ist es? Ein Feuer... Wie soll die denn ein Feuerzeug getragen haben? Warte. Und schon wieder konnte die Maus sich befreien und ist entkommen. Diese alte Sau. Jedenfalls, die Ratte ist weg. Wir haben ein Feuerzeug. Und bevor ich hier gleich ermordet werde hinterrücks, speichere nochmal. Denn wir wissen ja, dass jederzeit unser letztes Sekündlein geschlagen haben kann. Deshalb auf Nummer sicher gehen, speichern. Frau Lehrerin, was ist los? Ein Dämon! Ein Teufel! Oh! Der Teufel hat uns gefangen. So eine Rotze, ehrlich. Die Frau Lehrerin war sich auch immer wirklich selbst die Nächste, ne? Die ist gar nicht einfach weggerannt. Hat nochmal geschrien, aber... Wisst ihr was? Ich renne hoch. Ich hoffe, er rennt der... Na, natürlich nicht. Der Lehrerin hinterher. Und ich weiß, es ist lahm, dass ich immer den gleichen Weg laufe, aber so kann ich dem Übel womöglich nicht entkommen. Ja. Ich werde auf jeden Fall einen guten Rekord in Sachen Todesrate aufstellen, glaube ich. Guinness World Record für die meisten Tode in AO Uni 2. Im ersten Teil habe ich es ja geschafft. Dann bin ich, glaube ich, Rekordhalter. Alter. Ey, es ist echt nicht... Ihr müsst das mal selbst spielen. Das ist echt schwer. Allein sich zu bewegen ist schwer. Also das ist schon krass. Krass hier, ne? Ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich glaube, es ist immer... Ich war so eingefahren in diesen einen Weg... Ich wollte doch nur in den Schrank gehen. Oh, wie oft muss ich noch ableben? Wie oft muss ich Petrus noch entgegentreten, dass er endlich sagt, ey, Junge, bleib draußen. Aus dem Paradies hier. Du hast da nichts zu suchen. So schlecht, wie du spielst. Alter, ey, geh, Hiroshi.
Es war ein Versuch wert. Ich kann mir nicht vorhalten, dass ich es nicht versucht hätte. Okay, ich versuche doch mal den Anfangs-Move. Gut, dann du vollste Konzentration. Hochschmieren. Links schmieren. Hochschmieren. Links schmieren. Und jetzt schnell. Klingt ja wie beim Geburtstraining. Bitte nicht. Ich krieg echt gleich Wehen. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, dass wir vorerst jetzt Ruhe haben. Ist natürlich die Lehrerin wieder weg. Sehr intelligent. Dass die sich immer trennen müssen. Naja. Unverbesserlich, diese virtuellen Personen. So, wir haben Feuerzeug, das benutze ich jetzt nochmal. Aber erstmal speichere ich hier nochmal richtig schön. Eine kräftige Spur hinterlasse ich im Speichermenü. Und benutze hier jetzt höchstwahrscheinlich das Feuerzeug. Und damit zünden wir die Lampe an. Und die viereckige Substanz, die wir bei dem anatomischen Modell gefunden haben, die schmilzt jetzt natürlich durch die Hitze. Und darin ist etwas zu finden, und zwar ein kleiner Schlüssel. Und jetzt hat sich die Lampe, das Licht verflüchtigt, also das Feuer ist aus. Und scheinbar ist der Alkohol verbrannt. Und jetzt ist, hier in dem, das Feuerzeugbenzin ist leer. Es ist leer, wir können keine Flammen mehr machen. Erzeugen, kein Feuer mehr machen. So. Überlege ich. Kleiner Schlüssel, wofür kann der sein? Kann man mal gucken. Items. Jawohl. Kleiner Schlüssel. Können wir für irgendeine Tür benutzen? Keine Ahnung. War hier unten war verschlossen, oder? Ah, und da benutzt man den Schlüssel gleich. Sind jetzt hier, da blinkt was. Und jetzt haben wir hier einen Linsenaufsatz, einen vom Mikroskop, der Aufsatz. Haben wir gekriegt. Damit müssen wir wahrscheinlich gleich zum Mikroskop. Und hier einen Zahlencode eingeben. Ja, denn hier unten ist verschlossen. Gut, das ist klar. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt beim Mikroskop was machen. So, Hiroshi. Hiroshi. Dann werden wir jetzt mal in den Biologieunterricht zurückversetzt. Gucken auf das Mikroskop. Es ist noch sehr verrostet. Und jetzt betrachten wir eine Epidermis von Nahen. Liebe Leute, so. Den hier kann man es ranmachen. So. Wie jetzt? Das funktioniert oder nicht? Dann hätte ich es rangemacht, aber. Hört es euch? Hä? Müssen wir noch was benutzen? Wahrscheinlich noch irgendwas benutzen. Mal gucken. Was haben wir denn noch? 10 Stück. Kann man nicht benutzen. Draht vielleicht? Kann man nicht benutzen. Weg mit der unsichtbaren Werbung. Memo, Notiz. Die werden wir gar nicht gebrauchen, ne? Ja, wir müssen da wahrscheinlich irgendwas noch. Irgendwas müssen wir da noch mit draufpacken. Jetzt ist natürlich wirklich nur die Frage, was. Vielleicht war ja noch in dem Speisesaal, könnte ich mir vorstellen, dass wir da noch irgendwas übersehen haben, vielleicht. Da waren wir jetzt auch nicht so akribisch am Suchen. Hier haben wir alles gefunden gehabt, glaube ich. Da würde mir jetzt echt wirklich nur dieser Ort hier in den Sinn kommen. Irgendwas übersehen hier? Haben wir die Armaturen hier angeguckt gehabt? Ich weiß es schon nicht mehr. Okay, meine Fresse. Der will auch nicht aufhören zu nerven, kann das sein? Ey, die Teile haben so ADHS, ey. Das ist eine perfide Belästigung. Du Sau, folgst mir bitte nicht in diesen Raum, denn das wäre mein absoluter Tod gewesen, aber wir hatten Glück. Das sind solche aufmerksamkeitserhaschenden Mistwesen. Das ist ja wirklich furchtbar. Na gut. Ruf und hier, ist wahrscheinlich richtig gewesen, ne? Dass wir hier hin müssen.
Nur hier jetzt alles zu durchsuchen, ist natürlich auch keine Freude. Aber wir kriegen das schon hin. So, Moment, ich gucke mal kurz hier nochmal. Muss doch was sein. Es blinkt aber nichts. Das müsste blinken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Entwickler einfach sagen würde, hier, ey, du musst an Punkt XY genau den Pixel anfassen, damit wir was finden. Nee, ne? Meine Finger sind schon ganz taub vom ganzen Rumgepresse. Ich glaube, nach dieser Folge muss ich auch erstmal ein kleines Päuschen einlegen, weil das ist echt anstrengend. Ist anstrengender als mit der Tastatur zu spielen. Und kommt nur mir das vor oder wird Hiroshis Kopf immer roter? Würde sich da irgendwas stauen bei dem? Der sieht so rot aus. Das ist so ein Rotstich von meinem Smartphone wahrscheinlich. Die Toilette noch irgendwas finden? Jetzt haben wir die Toiletten das zweite Mal durchsucht. Das ist schon sch echt schlecht. So weit kommen schon. Hier in dem Raum haben wir auch alles durchsucht gehabt. Leute, ich glaube, wir kommen hier gerade nicht weiter. Und gegenstandtechnisch sind wir auch nicht so gut ausgestattet. 10 Yen Stück. Man das irgendwo müssen wir das benutzen. Irgendwo ein Getränkeautomat oder irgendwas, wo wir das reinstopfen können. Wobei mit 10 Yen beim Getränkeautomat kommt man nicht weit. Da braucht man mindestens 100. Okay, hier haben wir ja noch diese Kiste, die kleine. Kann man da irgendwas mit dem 10 Yen Stück vielleicht? Ah, okay, und damit kann man nämlich den Mechanismus hier machen und das drehen. Das ist wahrscheinlich so ein Münzeinwurf. Und dann öffnet sich das und wir haben. Ah, okay. So ein Glasplättchen. Das brauchen wir doch dann bestimmt fürs Mikroskop. So. Nutzen wir das auch nochmal. Zack. Wir gucken rein und haben die 9723 gesehen. 9723. 9723, die wir dann auch mal ganz schnell hier, bevor ich es vergessen habe, 9723 hier eingeben werde. 9723. Und die Antwort ist richtig. Und wir hören ein Türklacken, öffnen die Tür und sind nun hier. Dort sehen wir eine marode Wand und mir schwant ganz, ganz Schreckliches. Ob der Mann durchbrechen wird oder ob die Wand einfach nur marode ist und so bleiben wird, wir werden es sehen in der nächsten Folge. Hier endet allerdings erstmal diese Folge. Das heißt, jetzt seid ihr gefragt. Pumpt die Kommentarzeile mit euren härtesten Geschützen voll, ja? Ihr ladet mal richtig nach und dann holt ihr eure krassesten Kaliber raus und knallt da die Kommentarzeile mit tollen Kommentaren zu. Like nochmal ab und seid das nächste Mal wieder hier, wenn es heißt, weiter geht's bei Aoni 2. Bis dahin, bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl. Auf Wiedersehen.